Hey und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Unterschiede im Stammbaum-Challenge Part 3 mit unserer süßen Enola-Maus. Ich bin echt aufgeregt, Leute. Im Hintergrund lädt es gerade das neue Pack runter, die Pferderange. Und wir schauen uns auf jeden Fall das neue Pack heute zusammen mit Enola an. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort rein. Ich habe einiges vorbereitet und let's go. So, hier sind wir bei unserer Enola-Maus in Hanford-on-Bagley. Und es ist schon 9 Uhr freitags. Eigentlich müsste sie zur Schule, aber irgendwie ist sie nicht gegangen. Keine Ahnung, ich bin ins Spiel rein und sie war einfach zu Hause. Aber ich würde sagen, wir schwänzen heute die Schule. Und Enola hat auch schon sehr großen Hunger, deswegen denkt sie sich so, ich glaube, ich fahre mal rüber mit dem Bus nach Chestnut Ridge, ich glaube, so heißt es, und ja, guck mir da die Bar an. Und da habe ich auch Sims platziert, ich hoffe, wir treffen die dann. Ja, aber jetzt ist sie gerade in ihrem Zelt und sie denkt sich so, hört auf, mich anzustarren. Manchmal hat man das Gefühl, als würde man alles falsch machen und die ganze Welt würde einen dafür verurteilen. Das stimmt, Enola. Also, man darf auch nicht vergessen, sie ist noch ein Teenager. Ganz klar, dass sie noch schwierige Zeiten hat und ja, da darf man sich auch mal im Zelt verstecken. Ich würde sagen, wir reisen aber jetzt gleich los, denn ich bin mega aufgeregt. Ich bin super gespannt auf die neue Welt. Ich habe jetzt nur ganz kurz reingeguckt. Ja, da habe ich auf jeden Fall noch eine Familie platziert. Ich hoffe, okay, nee, kann ich nicht. Ich wollte die gerade noch auf ungespielt markieren, aber das funktioniert jetzt nicht. Aber egal, wir gehen jetzt trotzdem in diese Bar, in das Eichenfass und werden uns da mal umgucken. Ich dachte eigentlich kurz, dass ich Logan mitnehme, aber das passt eigentlich nicht so zu der Geschichte. Ich weiß auch leider nicht, wo Logan zu Hause ist, aber ich dachte jetzt, dass Enola vielleicht hier einen Mann trifft und vielleicht der auf seinen Ross daherkommt und Enola ist dann hin und weg. Wir müssen mal gucken, wie das klappt. Ja, und Enola ist dann hin und weg und möchte natürlich sofort hier nach Chestnut Ridge. Also die Welt ist wunderschön. Das habe ich aber auch schon bei Nina und Sandra gesehen, dass die Welt ganz schön ist. Ja, ich muss mir auf jeden Fall noch selbst eine Meinung bilden zu dem Pack. Aber ja, es gibt natürlich Kritikpunkte, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schon ein tolles Pack. Howdy! Ja, howdy, Bruder. Besuche das Reitzentrum, hau her, um am besten Training der Stadt teilzunehmen und deine Reitfähigkeit in unseren Wettbewerben auf die Probe zu stellen. Wir haben jeden Tag von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Das ist doch richtig cool. Aber Enola, wir haben 247 Simoleons in der Tasche. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier zu der guten Dani Davila, die Mixerin. Ich glaube, sie ist auch neu. Und werden uns hier Essen bestellen, bevor uns unsere Maus von den Fleisch fällt. Genau, ich glaube, sie hat heute Bock auf Currywurst. Oder ist Enola vegetarisch? Nee, das ist Leo in The Rex Riches, oder? Nee, sie ist nicht vegetarisch. Guck mal, das erste Mal vorher. Crazy. Oh, jetzt ruft der Direktor an. Nee, du, es tut mir leid, ich kann heute nicht zur Schule gehen. Sie ist auch mega gelangweilt gerade hier hingegangen, falls ihr das gesehen habt. Wer bist denn du? Stubbit? Juniper Groove. Ah, oh, 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 oh. Hallo, meine gute Dame. Bei ihr werden wir uns natürlich freundlich vorstellen. Enola heult sich gerade die Seele aus dem Leib. Das passt so gut gerade zu dieser Atmosphäre hier in dieser Bar, wo halt dann die Leute am Tresen sitzen und weinen und ihre Geschichten dem Barkeeper erzählen, was sie nicht alles in ihrem Leben falsch gemacht haben. Aber sie wird sich auf jeden Fall jetzt bei der Juniper Groove vorstellen, denn das ist die Mutter von dem Besagten, den ich hier platziert habe. Und ich hoffe, dass der jetzt einfach so random mit seinem Pferd hier angaloppiert. Das würde ich mir wünschen. Aber es ist auch cool, dass wir die Mom kennenlernen. Enola sagt so, hi, bist du von hier? Ja, ich lebe schon lange hier. Meine Familie ist, wir stammen schon seit, ja, keine Ahnung wie viele Jahren hier ab. Und wir haben einen coolen Hof. Oh mein Gott, einen Hof, habt ihr Pferde? Und sie sagt, ja, ja, wir haben auch Pferde. Und nach der Gemeinschaft fragen, machen wir mal. Und Enola sagt dann so, oh mein Gott, ich weiß, es ist mega unhöflich, aber dürfte ich, wenn es irgendwie möglich ist, euch mal besuchen? Ich würde so gerne mal ein Pferd streicheln. Und sie sagt dann so zu Enola, ja natürlich, wenn du magst, können wir jetzt dann auch gleich gehen. Und sie sagt, wirklich, also ich möchte mich nicht aufdrängen, aber ich habe eben, ja, ich komme eigentlich aus Newcrest, es ist wirklich weit weg und ich bin jetzt hier in Hanford-on-Bagley und habe eigentlich erst vor kurzem von dieser Stadt hier gehört und deswegen dachte ich mir, ich fahre heute mit dem Bus hierher zum Essen. Ist ja nicht so weit, ne? Und ja, dann habe ich halt gemerkt, dass sie sehr viel
viele Pferde gibt und ich würde so gerne mal einen streicheln. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen. Und ja, deswegen werden wir mit ihr jetzt dann nach Hause düsen. Enola hat auch schon aufgegessen und das heißt, ich glaube, wir werden jetzt einfach gleich mit ihr mitgehen. Und ja, natürlich sollte man das nicht machen. Ne? Das ist eigentlich sehr, sehr gefährlich. Dass wir jetzt einfach mit einer fremden Frau mit nach Hause gehen, aber wir spielen ja Sims. Also mit der Juniper gehen wir jetzt mit nach Hause und gucken uns die Pferde an. Oh mein Gott, ich freue mich so. Und wie gesagt, ich würde die Geschichte halt so cool finden, dass sie eben jetzt den, ich glaube, Derek heißt er, oder? Ich muss nochmal nachgucken. Oh mein Gott, die haben Fohlen. Ah, Leute! Oh mein Gott, ich glaube, Enola schmilzt jetzt auch vor sich hin und sagt so, oh mein Gott, ihr habt sogar einen Fohlen, darf ich es streicheln? Also wir müssen uns natürlich mal freundlich vorstellen bei dem Pferd. Wie heißt du denn? Warte mal, stopp. Starbright, oh mein Gott, ist das süß. Ach Gott, I love it. Oh mein Gott, Enola hat soeben mit Starbright Bekanntschaft gemacht. Was hat sie denn jetzt? Kannst du bitte mal stehen bleiben, Starbright, bitte? Stalltratsch erfahren, ja, machen wir natürlich. Enola, jetzt hör auf zu weinen. Oh mein Gott, du bist peinlich. Also ignorieren wir einfach, dass sie so weint. Und vielleicht ist die Juniper auch so ein bisschen besorgt und sagt, du, was hast du denn? Warum bist du denn so traurig? Und sie sagt, ja, alles gut. Du, ich habe mich dazu entschieden, dass ich alleine auf mir eine Farm bauen möchte. Und ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Am liebsten würde ich wieder zurück in mein Kinderzimmer, weil es ist alles so schwierig neben der Schule. Aber ihr habt ja hier ein wunderschönes Haus. Also genau, das ist auf jeden Fall auch mal mein Ziel, so ein großes, schönes Haus zu besitzen. Guckt euch dieses Haus an, Leute. Ich sterbe gleich. Die Fenster einfach. Die Balken. Oh mein Gott, es ist einfach nur crazy. Ja, wir werden auf jeden Fall dann hier mal, können wir nicht anläuten? Es ist nicht die Haustüre. Der Kamin, oh mein Gott, den habe ich einfach 1:1 genauso wie Sisi. Wo ist denn eure Haustüre? Wo kann ich denn hier mal anläuten, Leute? Ihr habt 5000 Türen. Und bei keiner kann ich anläuten, oder wie? Hä? Dürfen wir nicht rein in das Haus? Oder ist es... Oh, okay. Wir sind einfach schon da drin. Okay. Sehr cool. Also die Balken sind wirklich einfach der Wahnsinn. Und generell der ganze Stil mit den, Hoftoren oder wie man das nennt und die Fenster. Ich freue mich schon, wenn wir was bauen können. Aber meine Frage wäre jetzt auf jeden Fall, sollten wir das durchziehen? Sollten wir hierher ziehen? Ich wäre auf jeden Fall dafür, denn es ist einfach jetzt noch perfekt. Wir haben auf unserem Grundstück noch gar nichts, nur ein Zelt. Das heißt, Enola könnte sich ja wirklich, wenn sie dann mal den Sohn von dieser Frau kennenlernt. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube aber Derek oder so irgendwie. Aber das ist egal. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal hier am Hof und Enola lernt auf jeden Fall das Pferd kennen. Und vielleicht fragt sie bei der Frau auch so ein bisschen, oh mein Gott, wir können das bürsten. Dürfen wir es bürsten? Ja, natürlich darfst du das Pferd bürsten. Oh mein Gott, das ist so süß. Vielleicht fragt sie so ein bisschen nach und sagt so, weißt du denn, ob ich hier, oh mein Gott, kommt er jetzt? Hier reiten Leute. Ja, sie sagt auf jeden Fall, dass ich jetzt mal das zu Ende rede. Weißt du denn, ob hier noch Grundstücke frei sind? Ich könnte mit meiner Mom reden, dass ich vielleicht das Grundstück in Hanford verkaufen kann und dann mir hier eins kaufen kann. Ich finde sie wunderschön. Ich meine, wir könnten natürlich auch in Hanford Pferde haben, aber ja, schreibt mir das einfach gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich glaube schon, oh mein Gott, wir können es mit Flasche. Oh mein Gott, er hat dieser hier auch noch. Hey, hi, wer bist denn du? Ich bin Enola, wie kommst du denn hierher? Und seine Mom sagt dann, ah, das ist Enola, Derek. Ach, ich wusste, dass er Derek heißt. Das ist Enola, Derek, ich habe die in der Bar kennengelernt und sie ist ganz alleine gewesen und hat gefragt, ob sie mitkommen darf. Sie hat noch nie ein Pferd gesehen und Enola füttert das Pferd einfach schon. Oh mein Gott, das ist so sweet. Warum guckt sie denn so traurig, Enola? Du musst einfach glücklicher sein, ich brauche ein gutes Thumbnail. Ja, auf jeden Fall ist es jetzt richtig cool, dass Derek hier ist. Wir werden natürlich uns auch noch bei ihm freundlich vorstellen. Er ist ja auch noch ein Teenager. Und ich habe ja auch in diesem Let's Play, das habe ich euch auch noch gar nicht erzählt, eine neue Schule platziert, die so ein bisschen mehr Landhausleben ist. Also eigentlich so eher an Hanford und Bagley angelehnt. Aber das passt natürlich jetzt auch hier zu diesem Pack. Bitte bleib stehen. Ich liebe dich, mein Pferd.
Wir werden noch fragen, wie es ihm geht. Ach, das ist so süß. Das wäre auch richtig cool, wenn wir dann Starbright adoptieren könnten oder so. Das wäre so süß, denn das ist jetzt das erste Pferd, das wir hier kennenlernen und I love it einfach. Ja, auf jeden Fall sagt die Mom so, ja, das ist eine Nola, die habe ich in der Bar kennengelernt und sie hat noch nie ein Pferd gesehen und deswegen habe ich sie mitgenommen auf die Farm und er ist richtig sauer, also er hat gerade echt, er ist auch angespannt. Vielleicht denkt er sich so, Mom, du kannst halt einfach irgendwelche Leute hier mitnehmen. Stalltratschteilen machen wir natürlich noch. Vielleicht ist er einfach ein bisschen angepisst. Guckt, wie er sie aggressiv anschaut. Das ist auch eine coole Story. Dass er vielleicht jetzt voll genervt ist, dass Enola hier ist und dass vielleicht seine Mom immer ständig hier Leute... vielleicht ist er einfach genervt, dass seine Mom immer ständig Leute hier mit hernimmt. Ich meine, sie hat eine riesen Farm, mit der kann man echt angeben, aber vielleicht ist er halt ein bisschen genervt. Vielleicht macht sie das öfter, dass sie einfach ja von der Bar dann die Leute einfach so mitnimmt und sagt, du, wenn du reiten möchtest oder dich um Pferde kümmern möchtest, dann komm gerne mit auf meine Ranch und ich weiß nicht, Enola, 2 Stunden noch, ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Sie möchte Pflanze abernten und etwas pflanzen. Ihr Leben ist so aufregend, Leute. Jetzt möchte sie Gitarre spielen. Mach dein Ding. Ich möchte einfach nur, dass du wieder glücklich bist. Ich meine, wir sind hier auf diesem Hof. Jetzt entspann dich mal und genieße es. Oh Gott, hier hat ein richtig Pferd hingekackt. Richtiges nämlich. Können wir irgendwas noch machen? Pferdepflege. Outfits planen, herbeirufen, eine Flasche füttern, Fellbürsten. Ich finde das ja süß, dass es alle machen können. Ich meine, das Pferd gehört nicht Enola und wir können es mit Flasche füttern, wir können es bürsten. Mich würde es jetzt noch interessieren. Ah, er geht joggen, okay, er muss jetzt Stress joggen, weil er einfach so genervt ist, dass seine Mom immer ständig hier Leute mitnimmt. Auf jeden Fall wäre es noch interessant, ob wir, wenn wir ein großes Pferd hier hätten, also ein ausgewachsenes Pferd, ob Enola dann auch reiten könnte, auch wenn es nicht ihr gehört, ne? Das Pferd liebt auch sein Leben gerade. Oh mein Gott, wir können ihn auf den Hals kraulen. Mach es. Ich liebe dieses Fohlen. Ich möchte es gern haben. Wo geht ihr dafür jetzt hin? Ach, oh, ist es süß. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Leute. It's so sweet. So, okay, ich möchte jetzt aber... Oh Gott, jetzt ist auch noch der kleine Bruder, Ren, oder Schwester, von Drake zu Hause. Oder Derek. Derek heißt er. Aber ich möchte wissen, habt ihr noch ein großes Pferd? Ich möchte ja auch ein ausgewachsenes Pferd sehen, Leute. Oh mein Gott, guckt mal. Die haben hier einfach so ein riesen... Ding. Also ich kenne mich ja überhaupt nicht aus mit Pferden. Ich kann es euch gleich sagen, ich war noch nie reiten oder so irgendwas. Aber ich nenne einfach alles Ding, was ich nicht benennen kann. Enola fühlt sich anscheinend hier pudelwohl auf dieser Farm. Die hat sich hier anscheinend schon gedacht so, hey, ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich setze mich jetzt einfach vor den Kamin und schaukle mich ein bisschen rum. Also es ist wirklich einfach ihr Leben, ne? Das Farmleben und es ist natürlich jetzt perfekt, dass wir jetzt eben hier die Ranch haben. Ich möchte auf jeden Fall, dass du dir was anderes anziehst. Das Outfit verstehe ich auch immer noch nicht. Ja, das vielleicht. Das passt jetzt sehr gut zu dieser Ranch und das finde ich sehr süß. Ich möchte noch ein Pferd reiten. Oh, 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 Leute, okay. Es ist jetzt die Luna da. Hallo, Luna. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob wir mit ihr reiten können, wenn das nicht unser Pferd ist. Geh mal zu Luna. Enola, wo ist sie denn? Frau, du musst ein bisschen schneller werden. Hi, Luna Girl. Wie geht's dir? Cool. Wir haben Bekanntschaft. Stalltratsch wollen wir auch erfahren, natürlich von der Luna. Aufsteigen. Wir können wirklich aufsteigen. Ich glaube, ich spinne ein bisschen. Wir können jetzt einfach random mit irgendeinem Pferd reiten. Das finde ich schon cool. Das dachte ich mir nicht, dass sie funktioniert. Oh, okay. Derek ist wieder da und er sagt so... jetzt hat sie die Reitfähigkeit erworben. Er sieht dann vielleicht einfach so Enola, wie sie aufs Pferd steigt und das nicht wirklich gut hinbekommt und sagt so, das erste Mal auf dem Pferd oder was? Deine Mama hat gesagt, sie holt noch schnell den Sattel und dann kann ich ein Stück reiten. Ja, dann pass halt auf, dass sie dich nicht runterhaut. Wie gesagt, er ist halt ein bisschen vielleicht nervig. Okay, sie kann jetzt einen koketten Witz machen. Ich glaube, sie macht das jetzt einfach. Ich meine, Enola ist eigentlich nicht, oh mein Gott, was ist ein Sattel? Enola ist eigentlich nicht so die was anfängt mit sowas, das wissen wir ja. Aber ich denke mir jetzt, sie denkt sich einfach so, hey, ich meine, mit dem muss man irgendwie mit so ein bisschen einen Schmäh rangehen, dass er halt ein bisschen lockriger wird. Also ja, deswegen wird sie jetzt so einen koketten Witz machen. Ey, oh, shit. Verdammt, sie hat vom Pferd gehauen. Leute. Er hat's noch gesagt, ne? Vielleicht weiß er, dass die Luna so ein bisschen aggressiv ist. Er grinst jetzt auch so. Ja, das hast du jetzt davon. Aber ich glaube, sie lässt sich davon gar nicht abbringen und haut sich nochmal aufs Pferd. Ich glaube, dass sie das jetzt wirklich gerne probieren möchte, dass sie da... Oh Gott, sie haben jetzt eine Liebesleiste. Wie ging das jetzt?
Vielleicht hat er sich eben jetzt ein bisschen entspannt und beim Joggen gehen und er wird sich vielleicht jetzt auch entschuldigen bei Enola und sagen, du, es tut mir leid, aber meine Mom, du musst verstehen, die nimmt immer alle hier mit auf den Hof und ich, es tut mir leid, dass ich so ein bisschen gemein war jetzt zu dir, aber ja, oh Gott, das macht er jetzt gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht verkacken. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, sie hasst sich. Können wir ihn einfach nach dem Tag fragen? Kannst du bitte weggehen? Es tut mir leid, aber ich glaube, du störst gerade die Ding. Aber er kann nicht weggehen. Sie hassen sich jetzt total. Ja, was soll ich denn jetzt? Ah, ich drücke jetzt einfach gar nichts. Vielleicht wird es dann wieder. Sie haben jetzt eine minimale Liebesleiste, aber sie mögen sich freundschaftlich halt gar nicht. Oh, Starbright kommt her, möchtest was erzählen? Hi, Starbright. Oh, süß. Wir fragen ihn natürlich nicht. Behaupten, dass Derek ein Alien ist. Nee, wir sind jetzt einfach mal normal zu ihm. Komm, Liebhut, bitte. Oh mein Gott, er ist voll gemein. Warum ist er so gemein zu uns? Er hat Hunger. Vielleicht ist er deswegen so aggressiv. Okay, das mag er schon, oder wie? Es lebe das Chaos. Enola scheint sich am Schrecken und der Wut anderer zu ergötzen. Ist nun der Zeitpunkt gekommen, zuzugeben, dass sie Unfug mag? Nein, das mag sie nicht. Also, es tut mir leid, aber für alle, die Legacy Challenge gesehen haben, Enola ist gar nicht so, die irgendwie wen Streiche spielt oder sonst irgendwas. Das ist eher ihr Bruder, Dean. Aber sie, nein, also das muss ich auf jeden Fall ablehnen. Ja, lustig, ne? Die zwei, die hassen sich. Also, das war auf jeden Fall nicht der Plan. Aber ist ja auch cool. Wir können sogar die Hufe säubern. Okay, wir machen das jetzt einfach alles. Das war auf jeden Fall nicht der Plan, dass wir uns jetzt so hassen. Aber... ja, oh mein Gott, das Fohlen. Ich will sie mit nach Hause nehmen. Und die Mom ruft gerade an. Oh Gott, wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Was meinst du? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob sie noch ein Baby machen soll. Aber ich drücke jetzt einfach mal, das sollte ich selbst entscheiden. Ja, natürlich kann sie das nicht selbst entscheiden, ne? Ach, süß. Und die Mom kommt jetzt auch wieder und sagt, Enola, passt alles bei dir? Ja, Luna hat mich abgeworfen, aber alles ist gut. Oh, hast du dir wehgetan? Nee, nee, alles ist gut. Ich, Derek hat mir noch gezeigt, wie man die Hufe sauber macht. Und ja, aus Hand füttern. Ich kann nicht mehr Karotten. Mach das. Aber, ja. Oh, 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 unser Bruder meldet sich auch wieder mal. Auf dem Gewürzfestival soll es jetzt einen dieser Blasenmacher geben. Hast du Lust mitzukommen und ihn auszuprobieren? Würde ich jetzt wirklich, hätte ich richtig Bock, mit Dean was zu unternehmen. Aber jetzt gerade nicht, Dean. Das ist der dümmste Zeitpunkt überhaupt. Deswegen, ja, leider heute nicht, ne? Das sagen so, Dean, ich habe keine Zeit, ich bin auf dem Hof. Auf dem Hof? Was machst du denn auf dem Hof? Ja, Pferde. Pfui, Pferde, die stinken ja. Aber das passt ja zu dir und dann legt er auf, genau. Das heißt, Dean, ich möchte mich mit Derek noch ein bisschen anfreunden. Eigentlich finde ich das ein bisschen traurig, dass er... aber vielleicht ist er, wie gesagt, zu genervt und... das kann auf jeden Fall auch sein. Und ich habe jetzt echt nicht gesehen, wie Enola dem Pferd... eine Karotte gegeben hat. Ich habe einfach nicht hingeguckt. Ach, guck mal, jetzt geht sie auch hier noch hin essen. Also die Mom ist wirklich eine ganz, ganz freundliche, die Juniper. Die hat sie eben hier eingeladen und die darf dann hier alles machen. Und jetzt hat sie auch noch hier Hotdogs gegrillt oder Würstchen und sagt so, hey Kids, kommt rüber, ich habe Würstchen gemacht. Nehmt euch was, ihr seid doch bestimmt schon hungrig. Und ja, was machen sie jetzt? Okay, sie geht jetzt hier in das Kinderzimmer zu den Kleinen. Der sagt jetzt, ist es ein Junge? Ich glaube schon. Er sagt so, Enola, willst du mitkommen, mein Puppenhaus angucken? Das ist übrigens auch das neue Puppenhaus, das mit dem neuen Pack kam. Und Enola geht natürlich mit und sieht sich das an. Und wo ist jetzt Dingsdi? Derek? Mal fokussieren. Wo hängst du rum? Aha, er ist auf dem Klo. Gehen wir jetzt danach auch noch hin. Ich meine, wir müssen uns hier jetzt auch noch alles... nehmen, was geht, denn wir müssen ja danach wieder auf unser Grundstück. Sie ist jetzt auch wieder sehr angespannt. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie versuchen zu beruhigen, genau. Es ist auch schon so spät, Leute. Es ist schon fast 9 Uhr, aber sie ist auch noch nicht müde. Derek, es tut mir leid, aber ich war ja gerade auf Toilette. Ich wollte eigentlich gerade meine Hände waschen. Das ist mein Haus, also geh doch raus, wenn es dir nicht passt. Wir können ihn fragen, ob er mit unserer freundschaftlichen Basis zum Abschlussball geht, aber Enola hat ja noch keinen Abschlussball, ne? Dann haben wir noch, guck mal, wir haben noch 1, 2... Wochen, aber genau wegen der Alterung, da wollte ich eigentlich auch noch, oder habe ich euch gefragt, das muss ich auf jeden Fall noch hochstellen. Ich glaube, ihr habt zwar in den Kommentaren geschrieben, dass wir das so lassen sollten, aber ich muss das ja irgendwie ein bisschen hochstellen, weil sonst vergeht die Zeit immer so schnell. Vielleicht mache ich hier die Alterung auf lang. Gucken wir mal, wie lange das dann ist. Wir können das ja auch wieder umstellen, aber ich brauche schon noch ein bisschen Zeit mit ihr als Teenager. Ja.
da hat sie jetzt auf jeden Fall nicht Geburtstag, weil ich wollte ja eigentlich auch quasi in so jeder Altersstufe oder halt dann zu einem gewissen Geldbetrag so ein Tiny House, Mini House, Mikro House und sowas bauen. Und wir haben eben, wie gesagt, nur ein Zelt jetzt und sie hatte eigentlich schon in 2 Wochen Geburtstag. Ja, Derek muss jetzt baden, deswegen müssen wir jetzt raus. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt auch hier verabschieden. Wir werden zu ihm sagen, du kannst jetzt auch baden gehen, ich gehe jetzt nach Hause, ist mir irgendwie zu blöd mit dir. Deine Mom ist ja wirklich nett, aber du bist ja wirklich ein bisschen unverschämt. Und er sagt dann so, was fällt dir ein, du bist in mein Haus, du brauchst mich nicht zu mir nicht sagen, ich bin unverschämt. Und deswegen, ja, sie geht jetzt auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass wir das mit Derek noch hinbekommen. Ich suche gerade noch die Mom, aber irgendwie finde ich die nicht. Wie hieß die jetzt nochmal? Ich vergesse immer alles so schnell. Wer heißt sie denn? Ah, hier, Juniper. Das wäre auch ein außergewöhnlicher Name, den man sich schon mal merken könnte. Aber ich kann mir das nicht merken. Was war das für ein Geräusch nochmal? Tolle Flasche mit Pfeifgeräusche. Gibt's für keine Ahnung wie viel im Internet zu kaufen. Toll. Okay. Ja, Juniper steht hier oben und spielt mit der Gitarre. Irgendwie ist sie so eine voll die, wie soll ich ihn sagen, leistungsstarke Frau. Also stelle ich mir auf jeden Fall so vor, die wie wirklich 4 Uhr morgens aufsteht, sich um die Pferde kümmert, den Stall ausmistet, irgendwie, keine Ahnung, mit dem Traktor rumfährt, dann in der Gemeinde aktiv ist, dann ihre Söhne und ihren Mann versorgt und kocht und alles Mögliche macht und dann auch noch Gitarre spielt und Hobbys hat und so. So stelle ich mir auf jeden Fall Juniper vor und ich glaube, genauso ist sie auch. Aber wir werden sie jetzt erschrecken. Nee. Wir werden ihr noch kurz zuschauen und dann uns von ihr verabschieden. Und ihr eben sagen, dass wir es sehr, sehr schön fanden bei ihr hier auf dem Hof. Okay. Ja, wir können ja nicht mehr zusehen, aber wir können es so tun. Ja, wir werden auf jeden Fall sagen, dass wir es sehr, sehr schön fanden bei ihr hier im Hof. Und danke für die Einladung. Und es hat Enola sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Juniper sagt dann so, du bist jederzeit willkommen. Und sie sagt dann, ich weiß nicht, dein Sohn, der Derek, ich glaube, der war nicht ganz so glücklich, dass ich hier war. Ach, Derek, der kriegt sich schon ein. Der ist immer ein bisschen zickig. Der kriegt sich schon ein, macht dir deswegen keine Sorgen. Und deswegen werden wir jetzt nach Hause düsen. Es ist, wie gesagt, schon kurz vor 22 Uhr. Enola hat sich wieder um gar nichts gekümmert. Ich wollte ja eigentlich auf den Markt. Das haben wir jetzt natürlich alles verpasst. Aber das können wir dann am nächsten Tag quasi noch machen. Haben wir sie mitgenommen. Oh mein Gott. Wir haben sie mitgenommen. Vielleicht hat sie uns nach Hause gebracht. Das ist ja auch süß. Es ist schon spät. Und das ist jetzt die Story. Leute, ich habe die Story. Enola hat dann irgendwie zu Juniper so hier vorne gesagt, ja, du kannst schon gehen. Ich wohne hier gleich um die Ecke. Und sie sagt dann so, nee, damit, da kann ich nicht schlafen. Ich muss dich bis nach Hause bringen. Und Juniper sieht jetzt so, schläfst du in dem Zelt? Ja, das ist nur vorübergehend. Ich habe dir erzählt, dass ich mir auch eine Farm aufbauen möchte und meine Mom hat mir dieses Grundstück geschenkt und ich habe sie ein bisschen angeflunkert. Ich habe natürlich gesagt, dass ich schon ein bisschen Geld angespart habe und mir schon eine Baufirma hier ein kleines Haus baut, habe ich zu meiner Mom gesagt, aber das stimmt alles nicht. Ich meine, ich kann auch ihr locker im Zelt leben und sie sagt dann so, das geht nicht. Also, da müssen wir uns was einfallen lassen. Und ja, vielleicht hilft dann Juniper ihr, dieses Grundstück zu verkaufen und dass wir dann nach sondern nach Chestnut Ridge ziehen können. Vielleicht weiß sie dann ein günstiges Grundstück, wo Enola vielleicht dann, ich weiß nicht, wie viel Grundstückswert wir hier haben, 3.300, ja, dass es vielleicht ein günstigeres Grundstück gibt und oder sie vielleicht Land hat und Enola ein Grundstück schenkt, das sie bebauen darf, ein kleines Grundstück, das sie bebauen darf und vielleicht dann halt sich wirklich ein kleines Haus bauen kann mit dem Grundstücksgeld, das wir eben hier haben. Ja, das könnt ihr mir sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool findet, dass Juniper ihr da so ein bisschen hilft. Ich finde es eigentlich sehr realistisch, dass sie sich jetzt hier so eben zufällig getroffen haben in Chestnut Ridge in dieser Bar und ja, dass sie sich jetzt so ein bisschen verpflichtet fühlt. Ich meine, sie ist so eine Mom. Sie ist so eine richtige Mom, die hat dann für alles und Ding ein offenes Ohr und fühlt da halt gleich mit. Und ich glaube, dass ihr halt das jetzt ein bisschen leid tut, dass Enola hier alleine in diesem Zelt neben dem Wald schläft. Und ja, das könnt ihr mir sehr gerne noch in die Kommentare schreiben. Wir werden natürlich, also wir machen das jetzt einfach so, weil der Part, den ich jetzt aufnehme, jetzt ist Freitag, es ist wirklich, ich habe 19 Uhr das Pack runtergeladen und sofort aufgenommen. Ich muss das Video jetzt noch schneiden. Das heißt, es kommt jetzt dann am Samstag online, also morgen,
Samstag, ja, genau, kommt es dann online. Aber ich glaube, ich werde dann am Samstag, also jetzt, wo das Video online kommt, gleich noch Part 4 aufnehmen. Und ich glaube, in diesem Part werden wir dann einfach nach Chestnut Ridge umziehen und mal gucken, dass wir ein bisschen was bauen können. Ne? Also mal ein bisschen Kohle verdienen und ein bisschen was bauen, denn ich möchte unbedingt ein Fohlen, Leute. Ich brauche das Fohlen. Das hilft jetzt alles nichts. Auf jeden Fall werde ich diesen Part jetzt auf jeden Fall mal beenden. Auf jeden Fall. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es mir sehr, sehr gerne hier unten in die Kommentare. Schreibt mir auch eure Ideen und eure Gedanken dazu, zu der Story, die ich jetzt so entwickelt habe. Ich hätte eigentlich den Plan gehabt, dass Derek lieb und nett ist und dass die sich halt einfach gut verstehen und vielleicht Freunde werden und halt gemeinsam vielleicht dann immer so ausreiten und sowas und dass sie deswegen so gerne nach Chestnut Ridge möchte, weil sie eben ja diese Farm gesehen hat und das auch alles zu haben möchte und sich eben dann mit Derek gut versteht. Jetzt ist es alles anders gekommen. Derek ist ein bisschen gemein, aber das macht alles nichts. Wir verstehen uns mit der Juniper gut und vielleicht kriegt sich ja Derek noch ein. Falls ihr da irgendeine Geschichte habt, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Würde ich mich riesig drüber freuen, falls ihr euch da ein bisschen beteiligen möchtet. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall das Pack noch ganz genau anschauen. Wie gesagt, ich glaube, ich werde dann eben Part 4 gleich aufnehmen und da werden wir dann, glaube ich, auch umziehen nach Chestnut Ridge und dann können wir uns das wirklich alles genau anschauen. Aber ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele oder genügend Reaction-Videos bei YouTube über das neue Pack, egal ob Baumodus, Gameplay oder eben Create a Sim. Und deswegen dachte ich mir, ja, brauche ich jetzt nicht noch extra so ein Reaction-Video zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir ziehen einfach mit der dahin und genießen dort Enolas Leben und ihre Legacy quasi, also ihre Challenge, die Unterschiede im Stammbaum-Challenge, die erste Generation, passt ja auch perfekt zu dem neuen Pack und ich höre jetzt auf zu quatschen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier so lange rede. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.